Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Kingdom Come Deliverance. Und ja, wir sind zurück in Scarlet's. Ich weiß gar nicht, warum meine Klamotten so dreckig sind, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Ich war vorhin im Badehaus, hab die waschen lassen. Und jetzt sind sie schon wieder übel verkniestnadelt. Na gut, ich wollte noch schnell gucken. Der Hans hat gesagt, er hat mir Klamotten dagelassen. Und selbst wenn diese Klamotten jetzt mir gar nichts bringen, weil ich habe ja schon ziemlich geile Klamotten in meinem Rucksack, würde ich mir die trotzdem gerne mal anschauen. Einfach im Hinblick auf finanzielle Erwägungen. So, warte mal, das war doch das Zimmer vom Hans. Hans, wo hast du deine Klamottenkiste? Du bist eine Pfeife. Du hast gesagt, die kannst du dir später immer noch holen. Ja, stehlen, was haben wir denn hier? Nur Mist. Nur dumme Bücher. Ja. Schloss. Ja. Machen wir mal lieber das Brett ran. Dann schauen wir mal, was es hier zu holen gibt. Das ist wieder mal, ich muss mir bloß eine kleine Fingerübung durchführen. Um das Schlösserknacken vorwärts zu bringen. Oh, edle Groschen. Oh, Herr Razzis Google. Mhm, edle grüne Beinlinge. Charisma 17. Was haben meine... Auf 17 ist okay, dann können wir das. Ich wäre jetzt nicht an. Oh, warte mal. Bücher, hä? Bücher. Das Königreich Böhmen. Der tschechische Feldzug in der Lombardei, naja. Ach, das ist alles nicht so spannend, ehrlich gesagt. Die packe ich wieder zurück. Die können sie dann behalten. Ich will sie mal durchlesen. Flöhe, Warzen. Okay. Die Booster. Naja, gut. Moment. So, damit es näher ist hier, ich hätte hier so viel geklaut. Meine, ich wollte mir noch mal was angucken, ne? Hallo, Heinrich. Also Hans hat mich auf jeden Fall schon mal wieder verarscht. Aber ja, es ist halt Hans. Da brauchen wir nicht weiterreden. Ja, du kannst dir hier noch Sachen aus meiner Truhe nehmen. Du hast keine Truhe. Also zumindest da, das wird diese Truhe sein. Auf jeden Fall kann ich damit nichts anstellen. Naja gut, dann ist es so. Hey Ratzig. Na gut, dann reiten wir jetzt mal schnell. Zu Herrn Hanusch, erstatten Bericht und dann... Muss ich echt weitersehen, dass wir dann diese Silberminenaufgabe machen, denke ich. Wäre die nächste. Ich darf jetzt nicht hier mit den Nebenquests rumtrödeln. Das wäre nicht so schön. Ah, da ist er wieder. Latscht immer durch den Regen, wenn ich ihn treffe. So. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Weil ich es kann. Ich bringe Kunde aus dem Lager her. Sprich. Ich überzeugte den Hauptmann, mich mit Wolflin verhandeln zu lassen. Er hat zugestimmt? Ja. Fand ich auch. Ich habe Wolflin freies Geleit aus dem Lehen zugesichert. Aber nur, wenn er die Beute samt 5 Dutzend Groschen als Entschädigung zurücklässt. Gut gemacht. Bernhard wird sicher eine Weile enttäuscht sein, dass er nicht Rache nehmen konnte. Aber das Wichtigste ist, dass wir diesen Störenfried los sind. Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Jawohl. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Das Taten. Ist richtig. Hab Dank, Herr. Alles gut.
Hat er mir gerade einen Magdeburger Küras gegeben? Da habe ich nämlich schon einen. Der ist. Der ist sehr, sehr, sehr viel Geld wert. Warum habe ich eigentlich meine Sporen nicht an? Ja. Ein Magdeburger Küras, das ist sehr schön. Okay. Den, also das muss man sagen, hier der Harnisch, der lässt sich nie so richtig lumpen. Der haut dann richtig raus. Also wer will es dann wissen, von dem haben wir auch schon das Schwert gekriegt und so. Der haut dann richtig auf den Sack. So, Moment. Das ist natürlich geil. So. Dann verkaufen wir jetzt natürlich schnell hier einen Magdeburger Küras. Wobei, ich ja, eigentlich brauche ja gar keine Rüstung. Ich kämpfe ja nicht. Ich bin ja ein Feigling. Ich gehe ja immer nachts heimlich. Jetzt halt die Klappe und mach den Ladebildschirm weg. Ich habe mich nur gewaschen. Oh, das ist anstrengend. Also diese Ladebildschirme zwischendrin beim Essen und beim Waschen und so. Also liebe Leute, das kann man besser lösen, finde ich. Sollte es einen Teil 2 geben, den ich gerne spielen würde, müsst ihr das echt vermeiden, das nervt. So, hoffentlich hast du Geld. 2.000 hat er. Naja, mal schauen, ob das reicht. 1.5 gibt er mir. Naja, gut. Das ist in Ordnung. 24. Sächsische Schulterplatten. Ich hätte gerne irgendwas für meinen Kopf, was nie vorne das Ding so zumacht. Ich finde das total bescheuert. Ehrlich gesagt, das finde ich. Na gut, egal. Komm, auf ihren Sechse kriege ich dich. Komm, pass mal auf. So, ja. Zufrieden? Wir kommen der. Naja, pass mal auf. So, ja. Ja. Das ist okay. Das ist gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Hier langs leib mir. So. Okay. Ah, oh, du mit deinem Brot, Schätzelein. Jetzt hörst du mal auf, mich hier mit deinem Brot voll zu schreien, ja? So, jetzt schauen wir mal. Nimm neues Zuhause. Ja, ist logisch. Das dauert noch ein bisschen. Vorräte ist auch. Unter Tage ist das nächste, was wir jetzt tun werden. Das heißt, wir müssen hier nach Scarlet. Untersuchungszustand des Stollens und so weiter. Okay, na dann würde ich jetzt spontan vorschlagen. Reite jetzt mal nach Scarlet. Oder? Ja. Ich reite erstmal nach Scarlet. Dann schauen wir erstmal. Wir machen dort erstmal eine kleine Erkundung der Lage. Es wird dann eh spät sein, wenn ich da bin. Mal gucken, ob wir da irgendwo was zu pennen finden. Aber in Scarlet sollte sich ja was ergeben, denke ich. Mich ärgert, dass ich den Scharlatan in Ledeczko nicht wiedergefunden habe. Das wäre schön gewesen. Der hat ja gesagt, triff mich in Ledeczko und so, aber irgendwie ist er mir nicht mehr über den Weg gelaufen. Und ich bin jetzt viel durch Ledeczko durchmarschiert, habe ihn nicht getroffen. Das ist höchst ärgerlich. So. Das ist wieder so eine Quest. Ich habe ja so von Leuten gerade gehört, die spielen das ja ohne diese Schnellreise. Die reiten jeden Weg selber. Auch als Let's Play, wo ich mir denke, das will ich den Leuten jetzt nicht zumuten, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob ihr da Interesse dran hättet, mir jetzt zuzugucken, dann wäre die Folge wahrscheinlich wieder durch, wenn ich jetzt immer von Ratei nach Scarlet. Oh, okay, also ein Überfall auf dem Weg. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, nicht so schön. So, mein Freund, pass mal auf. Boah. Nee. Das sind ja schon wieder ohne Ende Kumanen hier. So.
aber echt schlecht geschossen. Au. Headshot voll ins Knie, war. Boah, nee, nicht vom... Nein. Ja, jetzt schieße ich dich dann... Verdammt! Na du, mein Freund. Oh nein, das war nicht so gut. Nein! Oh, für den brauche ich auch viele Pfeile. Ach, kannst du vergessen, dass ich dich jetzt hier irgendwie ohne edle Kettenhaube bürgerliche Schlappen bringen kein Geld. Groschen finde ich gut. Oh, die nehme ich auch. Die nehme ich. Oh, schwere Lamellenrüstung nehme ich. Na, und haben wir noch was? Wir hatten einen Verband, können wir nehmen. Und... Na klasse. Das kannst du vergessen. Der wollte auch schon wieder. Hast du das gesehen? Das war ein Feigling. So, haben wir noch was? Kumanischer Kaftan. Oh, hier, schwere Lamellenrüstung ist super. Ja, verbesserte Jagdfell nehme ich, einen Verband nehme ich auch. Lederhandschuhe nehme ich auch noch. Ja, hier wird wieder Geld gemacht. Guck's dir an. Ich werde es auch wieder brauchen. So. Dann pack das mal schnell weg. So, hier hinten war noch einer, glaube ich. Na du Kumane. Außerdem, ich muss ja tatsächlich einfach ab und zu mal kämpfen. Ist doch sonst Mist. Die waren doch zu dritt. Soll mir da jetzt keiner was erzählen hier zum Thema? Da fehlt noch einer. Oh, guck mal, hier haben sie aber schönes Blutbad angerichtet. Diese Pfeifen. Ja, schade, 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 ne? So, jetzt ist die Frage, kriege ich das repariert? Ich guck mal, was ich hier von dem Kram irgendwie repariert bekomme. Ich denke, ich werde es nie besonders gut hinkriegen, aber wir können es ja mal probieren. Also, wir nehmen mein Rüstungsset, das nehme ich auch nochmal. Schneiderset. Nehmen wir mal eins und ein Schusterset, nehmen wir mal eins. So. Ja, das ist das, was ich meine. Man macht dann so Sachen einfach nur, damit man das übt. So, das ist... Oh. Hm, die Rüstungssets sind alle. Na gut. Wo ist es denn? Hier. Ja, ich habe noch. Ich habe noch. Das ist der große Vorteil. Ich habe noch. So, also mein Zeug habe ich alles hingekriegt. Das von den anderen kriege ich leider nicht repariert. Schuster, zack. Okay. Das ist in Ordnung. Da kann man machen, denke ich. Das kann man machen. So, so, so. Pum, 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 pum. Ja, das verkaufe ich dann einfach so. Hm. Ja, das ist... So fühle ich mich halt wenigstens in der Lage, mir auch mit so einer Übermacht irgendwie klarzukommen. Wenn ich halt ab und zu dann einfach mal mit dem Bogen drauf schieße, da ist dann halt so... So, was ist denn das jetzt hier für ein Lust? Ja, das ist hier. Jetzt sind wir jetzt in Scarlet, richtig? Ist auch geil, hier brennt es halt auch immer noch. Mal gucken, dass uns... Also ich finde jetzt, so langsam sollte es aufgehört haben zu brennen. Es ist jetzt wirklich schon eine Weile her, Leute. Will euch nicht so nahe treten, aber... Hm. Wir sind jetzt in Folge 113 oder sowas. Also ich denke, so langsam sollte es durch sein.
Ja. Alter, hier ist echt finster wie im Bärenarsch. So, jetzt. Ja. Hat es jetzt hier keine Betten oder was? Die Kumanen haben alle Betten weggeräumt. Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ich wollte jetzt nicht hier in der Nacht losziehen und den ganzen Kram erkunden, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich kann mich hier waschen. Will ich aber nicht. Warum hat es jetzt das Spiel gespeichert? Es passieren seltsame Dinge. Es passieren seltsame Dinge. Puh. Oh Leute, ich würde einfach ein Bett nehmen, bitte, wenn möglich. Irgendwas zum Ausruhen. Wäre ganz toll. Ich. Ja, kann man hier reinkriechen? Nee. Okay, dann schauen wir mal. Hier vorne geht's rein. Na dann. Da ist jemand. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekommen kommt. Hier hat jemand auf. Ich ergebe mich. Das ist mir egal. Der hat mich angegriffen. So, ein Eschenjagdbogen. Der hat auf jeden Fall Groschen. Und was hat er noch? Oh, einen Silberring nehme ich mit. Verniedete Handschuhe. Nee, das bringt alles nichts. Wundpfeile nehme ich mit. Wildschweinhauer nehme ich auch mit. Tja, und den Rest darf er tatsächlich. Was hast du jetzt gesucht? Den was? Komm her, du Weichei! So, mein Freund. Was ich nie bekomme, was? Kurva. Auch mein Freund, was ich jetzt mache. Falk noch eine Weile, du Pfeife. Da hat er echt über mich gelacht, der spinnt wo. Na, er hat aber eine Kettenhaube, das ist gut. Oh, und ein Kyras. Es gibt auch Geld, das ist okay. Verwandt nehme ich noch mit und die Vernietigten nehme ich mit und die Groschen nehme ich mit. Naja, und kleine Reparatursets brauche ich glaube ich nicht, oder? Nee. Rüstung. Ja, das ist ja eh alles nur für meinen kleinen, aber feinen Handel mit Beutegut, um es mal nett zu sagen. So, jetzt werde ich wahrscheinlich einmal mal diesen da machen. Kriegshammer mit Dornen. Was kann denn ein Kriegshammer mit Dornen? Auf jeden Fall bringt er ein bisschen Geld. So, was hat er denn jetzt gesagt zur Quest? Unter Tage. Begutachte den Hof mit der Erzverarbeitung. Alles klar, das siehst du, Phoebe. Nein. Moment, Fackel raus. So. Jetzt kommt da wieder der Nachtmönch.
Schauen wir uns das mal hier in Ruhe an, weil hier ist definitiv eine erhöhte Banditenaktivität festzustellen. Mal schauen, ob wir die nicht einfach wieder in guter alter Heinrichs-Sitte bearbeiten können. Dafür sind wir ja genau richtig gekommen. Oh, was zu essen haben sie auch gemacht. Und warum kann ich jetzt hier nicht drüber laufen? Ey Leute, ehrlich jetzt. Die sind auf jeden Fall noch munter. Also da ist auf jeden Fall noch ein Bandit. Jetzt guckt er natürlich in die falsche Richtung. Wo ist hier noch einer? Mal schauen, wie wir das jetzt gut und leise hinkriegen. So, Heinrich, mein Freund. Machen wir das hier mal schön entspannt. Den will ich schön von hinten kriegen. Ninja-Style. Bin so hungrig, könnte meine Stiefel fressen. Mach das doch. Ich krieg den nicht getötet. Das ist so ein Scheiß. Was haben wir denn da? Also besonders viel aushalten tun sie nicht, die Kollegen. Das hat mit der Möncherei jetzt nicht so richtig funktioniert, wie ich mir das so vorgestellt habe. So, was hast denn du? Gewöhnliche Zeitketten nimmt. Naja, das nehme ich auch noch. Oh, lange Kettenhaube ist cool. Nehme ich auch. Ringerblume nehme ich. Schwerer Schild. Nur wenn ich sein muss. So. Aber wir haben ja grundsätzlich, haben wir ja jetzt ein bisschen Platz. So. Okay, dann ziehe ich mir erstmal wieder meinen Kram an. Die güldenen Sporen werden wieder angelegt. So. Du kannst weg. So, naja, das Pferd hat... Oh, das hat ja auch noch richtig Platz eigentlich. Also hier können wir durchaus noch ein bisschen Zeug mitnehmen. So, jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen reparieren. Das ist halt der Nachteil an dieser ganzen Kämpferei. So. So. Wir haben wir vorhin... Naja, gut. So, okay. Ach so, siehst du, das wollte ich auch noch wegpacken. Oh, meine Waffen. Meine Waffen müssen wir definitiv mal reparieren. So, jetzt, Moment. Schmied war das, ne? Schmiedeset. Ja, ich glaube. Also wie gesagt, das finde ich tatsächlich so ein bisschen umständlich. Aber na gut, egal. Tralalala. Ich würde mich gern waschen. So, ansonsten... Ist hier noch jemand? Das hier ist in überraschend gutem Zustand. Okay. Überraschend guter Zustand. Nur ein paar Räuber, aber das ist kein Thema. Mit sowas kann man ja klarkommen. Suchen wir uns noch ein Bett. Oh, da ist noch einer.
Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Ja, du dreckiger Hund. Ich bin hier drüben. Oh, da sind noch zwei. Da sind noch zwei. Nein, nicht daneben schießen. Und das Rennen weg. Den machen wir jetzt als allererstes. Der hat kein Schild. Oh, hat er das gesehen? Das war Headshot. Was? Da ist noch einer. Das ist ja... ich habe ja gedacht, ich habe alle. Da kommt hier direkt das nächste Rudel an. Geld stinkt, ne? Was haben wir noch? Ach, das ist alles nicht so richtig. Wir nehmen nur wirklich wertvolles Zeug mit. Eine Blume ist okay. Puh, die Handschuhe sind doch alles. Es ist halt alles schon elendig runtergekloppt. Da war doch eigentlich noch einer. Na gut, egal. So, jetzt. Lalalalalala. So. Das ist schon wieder so weit. Ich dachte, ich bin fertig. Tut mir leid, dass ich jetzt mir die ganze Zeit... Ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal ein Rüstungsset und ein Schmiedeset lasse ich jetzt einfach mal drüben. Und dann habe ich es einfach immer da. So. Ja, das ist doch... So schlechten Kram brauche ich einfach nicht. So. So. Oh, die Axt. Tatsächlich nicht ganz schlecht. Guck mal rein vom Geldwert her. Das ist okay. So, jetzt nochmal. Oh, guck mal hier, hat einen verzierten Silberkelch. Jetzt esse ich erstmal ein bisschen Banditenfutter. Jetzt gucken wir nochmal. Also jetzt sollte ich ja tatsächlich alle haben. Ja, jetzt ist die Frage, wo schlafen die Typen? Wo schlafen sie denn? Haben wir was gefuttert? Wo seid ihr denn jetzt alle hergekommen? Hier geht ja gar nichts auf. Guck mal, die Türen sind doch alle nur Attrappen. Das verstehe ich jetzt nicht. Habt ihr hier in der Scheune gewohnt? Ah, hier kann man schlafen. Gut. Dann wäre das der Moment, wo ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt dem einen oder anderen. Wenn das so ist, Daumen da lassen, netten Kommentar schreiben. Jo, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.